So, wir befinden uns hier an einem geheimen Ort. Ein Dealer, hier gibt es was Besonderes. Ist nicht ganz günstig, aber einfach mega. Barbecue. Ich hab das Zeug. Ja, Leute, es ist Montag, es ist mittlerweile 20 Uhr. Ich hab Hunger, ich muss was essen. Ich habe mir durchgeguckt, was gibt es alles? Tiefkühlpizza, Tiefkühlfritten, Tiefkühl und Dosensuppen. Nö. Ich habe Lust auf eine ganz einfache Currywurst. So eine richtig knusprig angebratene und dann schön mit Ketchup übergeschüttete Currywurst. Und wie ihr gesehen habt, ich war ja eben schon kurz unterwegs. Hab mir den richtig geilen Scheiß besorgt. So, aber jetzt wird erstmal die Currywurst gemacht. Und wie ich die mache, zeige ich bei mir am Grill. Ich habe leider noch ein paar Reste von dem Tomatenketchup, aber es muss reichen. Wir werden die Würste auf verschiedene Arten machen. Einmal lasse ich mal eine Wurst heil einfach. Dann nehme ich mir eine und ritze die einfach mal nur ein. Eine zweite ritze ich von beiden Seiten ein. Na, ich sagte von beiden Seiten. Und die dritte, dann die vierte, Entschuldigung, die werde ich sogar kreuzweise einschneiden. Und ihr werdet es kaum glauben, die fünfte von beiden Seiten kreuzweise. So, sehr schön. Welche davon welche ist, das werdet ihr nachher ziemlich gut unterscheiden können. Hoffentlich. Und dann bin ich aber gespannt, ob es überhaupt einen Unterschied macht. So, den Grill erstmal, wie gesagt, freundlich aufheizen. Ich habe jetzt den, Moment, ich zeige es euch. Die Hälfte auf volle Kanne und die Hälfte machen wir indirekt. Das heißt, wir werden die Würste angrillen und danach hier gar ziehen. Manche machen ihr Bratwurst in der Pfanne mit ein bisschen Schmalz bzw. Butterschmalz dabei, um dem Ganzen ja, ein bisschen mehr Geschmack zu geben. Ich finde, dann werden sie einfach nur fettig. Dementsprechend bei mir gerne auf dem Grill, schön trocken, schön knusprig. Ich habe es auch ganz gerne, wenn die ein bisschen mehr Farbe haben, als die meisten Menschen mögen. Also nicht einfach nur so ein Schimmer von Braun, so, sondern mal so. Es darf auch schon mal eine Dunkelstelle dabei sein. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie man sieht hier in der Mitte, zeigt er jetzt an, dass wir 150 Grad hier oben haben. Hier dürfen es jetzt um die 220 sein. Erfahrungsgemäß. Das kommt langsam. So, und die stellen wir jetzt so, damit die von der Seite auch noch Farbe bekommen. Die anderen beiden sind noch nicht so weit. Also hier die ganz blanke und die nur einmal geschlitzte. So, jetzt geht's nämlich los. Hier ist die Wurst aufgerissen. Das ist die nicht angeschlitzte.
die angeschliffen, bekommt richtig schöne krosse Ränder. Die können wir jetzt noch mal so umdrehen. So, ich denke, ein Ergebnis ist absehbar. Lass mal die Färbung mal ganz außen vor. Das lag an der ungleichmäßigen Hitze, die ich hier habe. Ich weiß noch nicht. Ich habe das Gefühl, einer der Brenner ist hinten verstopft. Die muss ich dringend mal kontrollieren. Doppelt gekreuzt, einfach gekreuzt, doppelt geschlitzt, geschlitzt, ganz ohne. Färbung her, alle gleich. Was ich besonders toll finde, ist, dass an den geschlitzten und an den Kreuzen hier knusprige Ecken sind. Das hat man hier nicht. Hier hat man ja im Endeffekt einfach nur die Pelle. Die hat man aber hier auch überall zwischen. Wenn man das Ganze jetzt einmal umdreht, sieht man, Hitze und Druck bahnen sich ihren Weg. Das heißt, hier ist die Wurst gerissen. Das sieht nicht schön aus. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich mir die hier angucke, die einfach geschlitzte, die hat es hier jetzt auch schon erwischt. Also das heißt, selbst das einfache Schlitzen hat nicht gereicht, dass die Wurst nicht doch, ich sag jetzt mal, ihren Geist aufgibt. Die doppelt geschlitzte, wie zu erwarten, oh, die zweite Seite sieht aber noch besser aus, sehr schöne, krosse Ränder, so muss das sein. Die einfach gekreuzte, auch da, hier weiter aufgerissen, hier unten gerissen. Ja, hier hat sie jetzt noch nicht so viel Hitze abgekriegt. Also die wäre wahrscheinlich auch nicht geplatzt, weil hier oben genug Ausdehnungsmöglichkeiten sind. Aber wie gesagt, sie hat es erwischt, sie ist gerissen. Die doppelt gekreuzte ist nicht gerissen, aber die, was mir persönlich hier besser gefällt, sind die krossen Ränder an den Schlitzen. Hat man hier jetzt weniger dadurch, dass ich die Haut weiter zurückziehen konnte. Mit anderen Worten, die doppelte Schlitze ist für mich jetzt erstmal die beste. Vom Geschmack her tun die sich alle nichts. Und wenn ich sie gleich gegrillt habe, dann werden die auch alle gleich schmecken, weil die kommen alle gerade aus einer Verpackung. Das heißt, für mich Favorit die hier. Wie gesagt, ich könnte sie jetzt alle noch mal ein bisschen drauf lassen, damit sie mal ein bisschen mehr Farbe bekommen. Aber ich habe Hunger, ich will jetzt essen. Und jetzt kommt Koks zum Einsatz. So, weil sie mir am besten gefallen hat, habe ich natürlich jetzt auch hier die doppelt geschlitzte genommen. Wie isst man eine Currywurst? Auch da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Es gibt die Standard-Currywurst-Meinungen, wie sie, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich 99% aller Deutschen machen. Ich nehme eine Currywurst und schneide sie in Scheiben. Bei mir in der Familie wird eine Currywurst geschlitzt. Das heißt, wie gesagt, alternativ so. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und jetzt kommt es, wieso ich ganz gerne die Wurst nicht anschlitze, weil die über die Länge hinweg aufgeschnitten wird. So. Und dann kann man die nämlich füllen. Jetzt kommt nämlich der nächste Unterschied. Die Scheiben. Hurra, scheiße Idiot. Da kommt das Ketchup drüber. Ich muss ja mit dem Finger ablecken. Ja. Da kommt das Ketchup drüber. Und dann nimmt man sich die Würze nach Wahl. Oh, dem Koks ein bisschen aufpassen. Ist halt guter Stoff. Das ist das Schöne an Koks. Man kann es nicht überwürzen. Es wird einfach nur schärfer. Das ist also überhaupt kein Thema. Dann kann man das Ganze noch so ein bisschen durchrühren. Da hat man überall so ein bisschen Soße und ein bisschen Koks. Bei mir in der Familie nimmt man sich die Wurst, spaltet diese, macht das Gewürz seiner Wahl hinein und dann den Ketchup oben drauf. So, und jetzt muss ich natürlich ein bisschen warten. Wie gesagt, da hat man einmal Lust auf Currywurst, haben die Kinder den ganzen Ketchup aufgegessen. Das ist immer super hier.
Dann probieren wir erstmal hier die. Hm. Schön kross. So muss es sein. Wie gesagt, man merkt richtig die Spalten drin, dass die Pelle dann noch ein bisschen krosser ist. Und das Koks ist einfach brillant. Und dann die andere. Da auch gerne ein Stück größer. Ja. Es gibt Sachen, die muss man mit Schnauze voll essen. Ich sehe gerade, die Kamera ist ganz schief. Es gibt Sachen, die muss man einfach mit Schnauze voll essen. Das ist ein Big Mac. Den hat man in drei Bissen auf und eine Currywurst. Wie gesagt, deswegen auch gerne, wenn ich selbst ja nicht hier einzeln nehme. Ja. Hm. Brillant. Das Koks macht die Sache richtig rund. Man braucht ein gutes Ausgangsprodukt an Wurst, gar keine Frage. Man braucht einen vernünftigen Ketchup, auch keine Frage. Aber die Würzung obendrauf, sowas Rundes wie dieses Gewürz, habe ich seit langem nicht gegessen. Und da bin ich sehr froh, dass ich den Marc von der kleine Bergmann kenne, der mir das mal zur Verfügung gestellt hat. Ich soll das einfach mal ausprobieren. Habe ich jetzt hiermit gemacht. Gibt es bei ihm im Laden, der kleine Bergmann. Ich glaube, der kleine Bergmann.de heißt es. Amazon hat das, glaube ich, auch. Ich habe mir auch schon die Großpackung bestellt. Wie gesagt, das ist jetzt nur das kleine Probepäckchen. Man kann dieses Gewürz auch ins Ketchup unterrühren. Also dann ins Ketchup rein und als Dip benutzen. Super. Alle Möglichkeiten der Welt sind gegeben. So. Und jetzt esse ich auf. Wir sehen uns. Macht's gut. Und wenn ihr es nicht bei Amazon bekommt, beim Dealer um die Ecke riecht das bestimmt.